Ja, guten Abend, liebe Beckumer Bürger. Wir haben heute den 4.1.2019. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute für das Jahr 2019 und natürlich beste Gesundheit für euch alle. Ich stehe hier am Marktplatz und ich bin hier an der Eisbahn und heute Abend findet hier statt die Finals des Eisstockschießen. Und jetzt habe ich hier unter anderem den Chef, beziehungsweise woher kommen Sie und wie heißen Sie? Ich heiße Ingolf Zwitzers und komme aus Soest und ich bin Vorsitzender des Vereins Schwarzrot-Soest Eisstockschützen. Und Sie sind eingeladen worden, das ist ja eine Veranstaltung von dem Stadtmarketing Beckum hier, das hier ein bisschen den Bürgern zu helfen hier. Wir sollen dementsprechend Schiedsrichter machen, wir sollen helfen, wir sollen mitentscheiden, welche Stöcke im Feld sind und mit der Punkteverteilung. Ja. Okay, es gibt ja hier mehrere Kategorien, wo drin gespielt wird. Welche drei sind das? Wir wird gespielt in der Klasse Damen, wo nur Damen drin spielen. Einmal Mixed mit zwei Herren und zwei Damen und eine reine Herrenmannschaft. Und eine reine Herrenmannschaft, also fünf Spieler? Vier Spieler jeweils. Vier Spieler. Wie oft spielen die? Heute im Finale spielen die jeder gegen jeden. Das sind drei Spiele und pro Spiel sechs Durchgänge. Und wer gewinnt dann nachher anschließend? Es gewinnt derjenige oder die Mannschaft, die am meisten Punkte hat. Punkte werden so gezählt, dass die Stücke, die am nächsten an dem schwarzen Gummiring, wir nennen das Daube, ist, zählt oder steht. Und wenn der einen Stock dabei stehen hat, bekommt er den ersten Punkt. Wenn er noch zwei weitere da stehen hat, bekommt er weitere Punkte, sodass dann hinterher einmal abgezählt wird, wer hat am meisten Punkte. Und derjenige oder diejenige Mannschaft, die hinterher am meisten Punkte hat, die gewinnt das Spiel. Okay, dann bedanke ich mich erstmal dafür. Danke, viel Spaß Ihnen noch heute Abend. Danke. Also jetzt habe ich hier einen jungen Mann hingeholt, der kommt von Beckum, vom Stadtmarketing und der stellt sich jetzt mal eben ganz gut selber vor. Mein Name ist Johannes Waldmüller vom Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. Wir sind Organisator hier dieser Wintereisbahn und richten dieses Jahr jetzt zum 15. Mal schon hier das Eisstockschießturnier aus. Wie lange dauert denn das Eisstockschießen oder wann fängt das denn an ungefähr? Begonnen haben wir schon am 14. Dezember und haben jetzt in insgesamt 11 Spieltagen mit 123 Teams, sowohl Frauenmannschaften, Herrenmannschaften als auch Mixteams, dann jetzt bis heute eben den großen Finaltag, dann die ganzen Spielrunden absolviert. Wenn dann gleich, wie lange dauert der Abend so ungefähr? Also wir haben heute begonnen um 19 Uhr und die Siegerehrung wird um 9:30 dann stattfinden. Wir haben ja drei Mannschaften bzw. drei Kategorien, Mix, Männer und Damen. Was können denn die jeweiligen gewinnen hier? Also es gibt für jede Kategorie jeweils einen Gutschein von der Stadt und es gibt natürlich auch Pokale von unserem Sponsor, der Sparkasse Beckum-Wadersloh. Mit dem Herrn Wenning werden wir gleich nochmal ganz kurz sprechen. Dankeschön erstmal dafür. Die Eisbahn steht ja hier schon im 14. Jahr und wir haben in Erfahrung gebracht, dass die Eisbahn ungefähr 50.000 Euro kostet, die gesponsert werden von Beckumer Firmen hier in Beckum. Und ich habe gerade einen Sponsor gefunden und der kann sich eben ganz kurz selber vorstellen. Ja, Jürgen Wenning von der Sparkasse Beckum-Wadersloh. Wir unterstützen die Eisbahn jetzt schon seit dem Start vor 14 oder 15 Jahren. Eisbahn ist ein ganz tolles Event in Beckum. Macht Spaß, ist für Groß und Klein. Über Tag die Kleineren, die Kinder, die hier auf der Eisbahn laufen und dann fast jeden Abend oder sehr oft am Abend dann die Älteren hier beim Eisstockschießen. Also von daher ein ganz tolles Event in Beckum und von daher unterstützen und sponsern wir das auch gerne. Ja, das war ein gutes Wort. Herzlichen Dank dafür. Wie geht's euch denn überhaupt? Erzähl mal. Klasse, also total super. Das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt gewonnen haben. Ich glaube, insgesamt sind wir bislang neunmal, glaube ich, mit dabei gewesen. Im Finale waren wir das eine oder andere Mal, aber leider Gottes nicht geschafft. Und heute das erste Mal, dass wir einen großen Pokal mit nach Hause nehmen dürfen. Was macht ihr heute Abend noch? Wir machen jetzt Party. Viel Spaß euch dazu, ne? Danke. Danke. Tier, du hast ja auch im Mix mitgespielt und ihr habt ja auch gewonnen, ne? Sag mal, wie oft habt ihr denn hier schon gespielt? Das erste Mal. Das erste Mal und schon gewonnen? Ja. Und was ist das für ein Gefühl? Schön, hat Spaß gemacht. Das ist super. Der Sprecher vom Elberrad 2017 ist ja nicht gerade hier. Sag mal, Fischi, wie oft wart ihr hier schon bei dem Eisstockschießen? Das vierte Mal. Das vierte Mal schon. Und wie waren die Plätze da? Letztes Jahr Zweiter, dieses Jahr Erster, das andere wissen wir nicht mehr. Das andere wissen wir nicht mehr, ja, ist ja auch schon ein bisschen her, ne, in dem Alter. Ist das immer dieselbe Mannschaft, Udo? Also bisher war es dieselbe Mannschaft, zumindest letztes Jahr und dieses Jahr.
Super. Ich freue mich und bedanke mich erstmal. Danke. Ich stehe jetzt hier und die Veranstaltung ist jetzt zu Ende. Das war jetzt der Abschlussabend des Eisstockschießen. Die drei Mannschaften sind jetzt feiern gegangen, teilweise, wie wir gerade gehört haben. Die Schlittschuhbahn bleibt jetzt noch zwei Tage hier stehen und dann können die Kinder und die Erwachsenen noch sich dran erfreuen. Dann wird die Schlittschuhbahn abgebaut und die fünfte Jahreszeit beginnt hier in Beckum. Die Karnevalszeit, wir freuen uns schon drauf. Ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Bis dahin und tschüss, euer Volker Drews für Beckum TV.